Am 31.07.2023 gegen 2.50 Uhr wurde das Tankdurchfahrzeug 1 der Berufsfeuerwehr Bonn zu einem Containerbrand im Hinterhof der Abteilung für Rheinische Landesgeschichte der Uni alarmiert. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass wenige Häuser weiter auf der Adenauer Allee ebenfalls mehrere Container in einer Gebäudefassade brennen, weswegen zusätzlich nach B2 Gebäude alarmiert wurde. Nach Eintreffen der alarmierten Kräfte wurde der Brand mit einem C-Rohr bekämpft. Ein Trupp ging zur Erkundung ins Erdgeschoss, in dem sich ein Archiv befindet, vor. Es wurde ein Zugang über ein geborstenes Fenster im Erdgeschoss geschaffen. Alle Räumlichkeiten waren verraucht und wurden entlüftet. Der Kriminaldauerdienst ermittelte vor Ort wegen Brandstiftung und Funkstreifenkraftwagen fuhren vermehrt Streife. Im Einsatz waren der B-Dienst, die Löscheinheiten 1, 11, das Tanklöschfahrzeug 2, die Rettungswagen 11, 21, 4 Funkstreifenkraftwagen und der Kriminaldauerdienst. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut. Beispielsweise das von der anderen Einsatzstelle. Link auch in der Videobeschreibung.